Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal haben wir den Vertania-Wald durchquert, auch Vertania City selber, und sind nun hier in Alabastia stehen geblieben. Und wir einfach mal hier Professor Eich besuchen wollen. Der einem, glaube ich, auch noch ein bisschen zulabert und das war's auch schon. Ja. Ja, genau. Kraxler kriegen wir, glaube ich, von ihm. Nö, das, nein. Nein, ich wollte dich nicht nochmal ansprechen. Schnauze, Eich. Eich, halt die Klappe jetzt. Warum labert er auch immer so viel? Das war, da war ich wieder zu voreilig hier. Warum heilt mich hier eigentlich keiner in Alabastia? Das ist der einzige Ort, wo man sich nicht heilen kann. Ist ja ganz schlimm hier. Ja, wir können noch was für Alabastia fangen, ne? Hm. Geht das hier schon als neue Route? Ja. Von der Musik her heißt das ja. Okay. Dann surfen wir mal hier herum und bekommen ein Phlegmon. Wir haben theoretisch schon eins, wegen Lamus. Aber ich glaube, wir fangen es trotzdem. Ist nochmal ein gutes Wasser-Pokémon und eventuell das ja eine bessere Wesen als das andere. Wer weiß? Wie gesagt, ein gutes Wasser-Pokémon ist ja immer noch immerhin, ne? Und wir können nur fast ein Lashoking draus machen, also könnten wir auch was Neues draus machen. Weil, da braucht man einen Kingstein für, ne? Aber ich dürfte einen Kingstein noch haben. Also dürfte das kein Problem sein. So, dann können wir hier noch was bekommen. Hoffentlich was Gutes. Da ist mein Starter. Okay. Hallo, Shillock. War ein Level vor Turtok. Interessant. Jetzt muss man natürlich nur drin bleiben, weil ich glaube nicht, dass ich dich noch schwächen kann. Nein, mein Flottball ist kaputt. Er hat einen Starter, ne? Die sind gerne mal etwas schwieriger zu fangen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl, altes Bälle zu schmeißen. Oder habe ich noch irgendwas, mit dem wir schwächen können? Aquawelle, okay. Ich glaube, egal was ich mit Butalanda mache, das Ding ist tot. Ich könnte mit Gyarados eventuell einen Surfer ausprobieren. Das dürfte das sogar überleben. Wir sind 20 Level über ihn, aber es ist halt nur ein Surfer, ne? Das dürfte es eigentlich durchaus überleben können. Wir versuchen es einfach mal. Ja. Sofern wir jetzt nicht nur einen Crit landen, dürfte es eigentlich auch noch einen zweiten überleben. Ich wollte gerade sagen. Solange wir kein Crit landen, ne? Das ist natürlich Voraussetzung, dass das auch drin bleibt. Also, dass es nicht stirbt, wollte ich sagen. Oder, wir haben einen Shillock. Ja, wunderbar. Zwei nette Wasserpokémon hintereinander bekommen. So kann es gerne weitergehen. Moment, ja, beide jetzt nichts mega Besonderes sind, aber auf jeden Fall Pokémon, die man gerne mal mitnehmen kann. So, Gardevoir, du wirst mir hier auf der Wasserroute jetzt wieder ganz gute Dienste leisten, denke ich mal. Denn Wassertrainer erfrisst zum Frühstück gewiss. Mit einem Dönerblitz. Die erste Schwimmerin
stellt sich uns entgegen. Hitea mit einem Urop. Okay. 37, warum? Die wilden Pokémon hier sind fast so hochgelevelt wie ihr. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber Psychokinese dürfte, glaube ich, auch ausreichen. Wir sind 18 Level über ihm. Ja, okay. Tut es in der Tat. Und ein Yugong. Okay. Ja, auch wenn ich gerade relativ müde bin wieder. Ich habe nicht viel geschlafen die Nacht oder nicht gut geschlafen. Habe auf jeden Fall sehr lange gebraucht zum Einschlafen. Bin ich eigentlich noch relativ fit gerade, muss ich sagen. Wird wahrscheinlich trotzdem nicht lange dauern, bis ich wieder gehen muss, aber man kennt es ja nicht mehr anders. Ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, heute ist Montag. Man hat noch ein bisschen die Frische vom Wochenende drin. Also, das dürfen wir schon irgendwo merken. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin keiner, der jetzt per se sagt, montags ist scheiße. Oder per se was gegen diesen Tag hat. In der Woche finde ich tatsächlich den Dienstag meistens sogar schlimmer. Weil, ja, irgendwie zieht sich der Tag immer am meisten bei mir. Egal wie viel man zu tun hat, es hat immer den Eindruck, dienstags geht die Zeit nicht rum. So, donnerstags geht's dann wieder, aber Mittwochs eigentlich auch. Ja, die Typen haben doch gerne mal Elektro-Pokémon, oder? Rihornio, da willst du doch gewiss mal kämpfen. Im Vogeltrainer, okay, da kannst du trotzdem gegen kämpfen. Lass mich Gesteinsattacken. Benedikt mit einem Porenta. Wäre es das Scala-Porenta, hätte man vielleicht ein bisschen Panik haben können. Ja, das Lauchzolot dann, aber als stinknormales altes Porenta, warum sollte man Angst haben? Tauboga. Auch so ein Pokémon, das man schon ein paar Mal gesehen hat. Wobei meistens eher Taubsie als Tauboga, ne? Tauboga geht eigentlich sogar. Also sogar Ivitek hat man schon häufiger gesehen. Ja, speaking of Ivitek, da kommt es direkt. Weil ich sagen muss, Ivitek ist per se, der ist sogar die bessere Wahl von den beiden, oder? Im Angriff her ist Ivitek, glaube ich, sogar besser als Tauboga, also als Tauboss. Vielleicht ein kleines bisschen langsamer oder hält ein bisschen weniger aus, aber ansonsten würde ich schon fast behaupten, kann man durchaus was mit Ivitek anfangen. Also schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Gleich mit Dodri. Dodri ist auch ein gutes Pokémon. Kann warum auch immer, glaube ich, sogar fliegen lernen. Wie gesagt, warum auch immer. Es hat keine Flügel und ist ein Strauß. Pokémon, das keine, ja, nicht fliegen kann. Außer es dreht seine Köpfe so schnell hin und her, dass es wie ein Propeller wirkt. Und urplötzlich fliegen kann. Das wäre witzig. Ja. Der Gebiss auch sehr witzig aus. Und das kleine Corazon geht baden. Und noch ein Corazon. Ganz viele Corazon. Warum hast du vier Corazon? Angler Lorenzo. Sag es mir. Warum hat man viermal das gleiche Pokémon-Team? Oder wie die Carpador-Trainer sechsmal? Es macht keinen Sinn. Und es ist nicht mal die Gala-Entwicklung oder die Gala-Form. Weil das wäre dann tot, ne? Also ist ja ein Geist. Ist ganz gut, dass das normale Corazon ist. Weil, das ist eine Koralle und die sterben auch aus. Wir sind alle doomed.
Die Schnur ist gerissen, ja. Pech hast du jetzt wohl schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß diese Route war, aber wir müssen eigentlich bald schon auf der Zinnoberinsel ankommen, ne? Hey, Schwimmerin, komm her! Schwimm nicht davon! Okay, da haben wir die Bikini-Schwimmerin. Uschi! Okay. Mit einem Azumarill. Das Kraftkoloss hat. Ja, irgendwie gibt es sehr oft irgendwelche Trainer, die über ihre Kleidung reden. Ein Teenager, der über Shorts redet, eine Schwimmerin, die irgendwas über ihren Bikini erzählt. Was hat Game Freak damit als? I don't know. Ja, das wäre wahrscheinlich keine so gute Idee. Oh Gott, eine Enekrute. Was will ich denn damit? Warum drehst du dich da unten? Du bist am Schwimmen. Wie geht das überhaupt? Ey, kommst du mal her? Warum so sauber auch noch? Respekt, du musst ein sehr guter Schwimmer sein, Trajan. Trajan? Okay. Noch nie gehört. Ey, wir haben jetzt H2O-Absorber. Greif mich ruhig mit deinen Wasserattacken an. Aber ich glaube nicht mal, dass du diese Attacke überlebst, also kannst du sowieso nicht mehr. Bye bye. Bist halt leider kein Zoolord. Viel coolere Pokémon. Was auch absolut nichts mit dem normalen Mauler zu tun hat, ne? Gleich mit Schlick da. Oder Schlicktree. Auch seltsame Pokémon. War nichts gegen die Pokémon an sich, aber sie sind halt 1:1 das gleiche Mon. Von Werten her und all. Wie die Kanto-Version. Also Dickter und Dicktree. Nur da sie im Wasser-Pokémon sind. Die Stats sind, glaube ich, exakt gleich. Also. Gleich scheiße. Sind wir mal ehrlich. Gut sind die nicht. 30 KP. Base. Okay, 100 Angriff und Endet. Das war's. Der Rest ist eher für ein Hinterteil. Kann man in die Tonne kloppen, ja. Ja, ja, ist halt ein Sweeper, ne? Ein physischer. Warum gibt es hier so verdammt viele Trainer schon wieder? Was haben die in Kanto mit so vielen Trainern? Ist ja schlimm. Also wirklich keine 5 Meter laufen, ohne dass dir irgendwo ein Trainer wieder in den Weg geht. Gardevoir wird hier noch locker Level 57 erreichen, wahrscheinlich. Wenn das so weitergeht. Können wir nicht einfach einmal hier so schön Donnerpilz ins Meer schießen? Und alle, die da sich gerade drin befinden, ne? Kriegen einen kleinen Stromschlag. Wahrscheinlich den letzten, den sie jemals bekommen haben werden. Ein Kabutops. Nettes Pokémon. Kann aber wieder zurück ins Fossil gehen. Ja, ja. War Kabutops aus dem Dom oder aus dem Helix-Fossil? Ich glaube aus dem Dom-Fossil, ne? Helix war Ammonitas. Gab's ja auch hier im auf Twitch. Twitch Plays Pokémon, ne? Da kam es ja irgendwie dieses Lord Helix Meme und so her. Soll ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel von mitbekommen, weil ich habe eben nicht verfolgt, so wirklich damals. Und das gab es ja, glaube ich, auch bei einigen anderen Spielen noch dazu, ne? Twitch Plays blabliblub.
Das Gewissen ist eine ganz nette Sache. Ob es das immer noch gibt, weiß ich nicht. Hab nichts mehr mitbekommen davon. Komm, einmal Zauberblatt zum AP sparen. Hoffentlich bereuen wir es nicht. Bitte reicht einfach aus. Dankeschön. Sehr gut. Und nicht ganz Level Up. Ja, das solltest du. Solltest du schämen, dass du so eine Schande bist. Schande! Ottokar mit einem Landturn. Eins der Pokémon, wo ich nicht mit Dingens angreifen kann. Dönerblitz. Wir haben Zauberblatt und eventuell reicht das aus? Natürlich nicht. Er blubbert vor sich hin. Herzlichen Glückwunsch, Landton. Du bist das erste Pummel auf dieser Route, das man Gardevoir bisher Schaden zufügen konnte. Dafür verdienst du eigentlich Applaus, aber da ich gerade was in der Hand halte, um das Spiel hier eben zu steuern, kann ich das gerade nicht tun. Stattdessen rösten wir jetzt dieses Mantax hier mit einem Dönerblitz. Und freuen uns einen Keks. Und hoffen, dass du jetzt der letzte Trainer bist auf diesen Routen. Oder Route. Das wäre sehr schön. Ja, du warst Teamleader mit 57. Hat mal Schutz ausgelaufen. Moment. Ja, okay. Direkt vorm Wasser. Lass mich raten, du bist auch wieder Vogeltrainer. Dann kommt da mal Garados raus. Er ist ein Vogeltrainer, okay. Dann haben wir jetzt Garados mit seinem Eiszahn. Und da haben wir ein Dodu. Auf Level 35. Warum werden die eigentlich immer schwächer? Ich glaube, da können wir auch einfach Kaskade einsetzen. Trifft wenigstens zu 100%. Und wird wahrscheinlich auch ausreichen. Wir sind schließlich 20 Level drüber. Jetzt 21. Yay! Noch ein Dodu. Sag mir nicht, der hat 4 Dodu. Da frage ich mich wieder, warum? Hab wenigstens ein Dodri, ja? Wenigstens eines. Zur Abwechslung halb. Ein Bär. So. Aha, da haben wir das Dodri, okay. Das setze ich einfach mal Eiszahn ein. Ich glaube, Kaskade wird trotzdem reichen, aber egal. Bei wie viel stärker ist überhaupt Eiszahn? Was für eine Stärke hat Eiszahn nochmal? Alles nur 65? 65, oh. Er ist sehr effektiv. 130. Okay, Eiszahn ist ein 10 stärker. Also ich hab gerade einen Knick in der Rechnung, aber eigentlich müsste das so sein. Solange es sehr effektiv ist, ist Eiszahn also besser. Und wenn das gerade nicht sehr effektiv ist. Oder halt normal effektiv. Dann ist Eiszahn besser. Gab es da rechts auch noch einen Weg? Moment, muss mal gucken. Ja, da ist noch eine Schwimmerin. Die wollen wir da nicht links liegen lassen. Nein, ich habe aber ein Pokémon dabei. Und auf dem ist es bequemer zu reisen. Lashoking, hallo. Wir haben dich eben erst erwähnt und jetzt kommst du.
mag Lamos ja immer noch mehr als Lashoking, aber man kann damit auch durchaus was anfangen. It's a Krilt und Schwiss Lashoking. Was treibt diese Schwimmerin hier eigentlich in der Ecke? So einsam und alleine. Ne, den haben wir, glaube ich, bekämpft. Und wir sind auf der Zinnoberinsel angekommen. Hurra! Ja, eine Insel, wo früher mal was war. Nämlich Zivilisation. Aber dann ist ein Vulkan ausgebrochen. Die Feuernation kam und alles hat sich geändert. Ja, das ist es halt, wenn man in der Nähe eines Vulkans lebt, ne? Das ist halt, ja. Hallo Blau. Ich glaube, der will aber erst... Ja, es kommt erst was, wenn man... Die Arena, die 7. Arena geschafft hat. Ja. Erst wenn wir die nächste Arena auch geschafft haben, möchte er etwas von uns, nämlich einen Kampf. Ja, die Hornia wird auf jeden Fall in der nächsten Arena gut was zu tun haben und Garados auch. Wir können ja schon mal dorthin gehen, in die Nähe. Kurz wirkt nicht mehr. Haben jetzt gar keine Lust auf den Pokémon zu fangen. Können wir auf dem Rückweg immer noch tun. Ja, okay. Ach komm, den bekämpfen wir einfach mal noch. Und ich denke mal, dann können wir auch mal langsam über den Schluss des, also den Part-Schluss nachdenken. Bei den Arena-Kampf selber werden wir heute natürlich nicht mehr machen. Erst beim nächsten Mal. Weil das würde den Part, glaube ich, doch ein bisschen zu sehr in die Länge ziehen. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Und daher, wie gesagt, gibt es dann den 7. Orden beim nächsten Mal. Warum schreist du Riepi? Okay, wir stellen uns hier oben in die Ecke. Und ich würde sagen, das war's mit Pokémon Heart Gold Randomizer und das Lore für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bemerkung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir diese Route weiter entlang schwimmen und wahrscheinlich die Arena von Pyro angehen. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.